Jo, servus die Madeln und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder ein bisschen auf der Donau herunter unterwegs, schaukeln mich da gerade gemütlich ein. Ja, was gibt's heute? Ich habe nur leichtes Gepäck dabei. Hab nicht viel Zeit, hab nur 2 Stunden Zeit. Dann muss ich in die Werkstatt, das Sommerraffen gehen drauf, habe ich heute einen Termin. Aber ich habe mir gedacht, das Wetter ist wirklich so schön, wir haben jetzt schon 16 Grad. Da möchte ich ein bisschen da herunten spazieren gehen. Käfchen machen wir schon. Ja, ich würde sagen, schauen wir mal, was wir sehen, bevor mehr Leute kommen. In einem kleinen Mangrovendschungel. Jetzt ist schon wieder ein kleines Shelter gebaut. Ja, ich habe gerade überlegt, ich könnte da eigentlich zu meinem ehemaligen Schlafplatz gehen an der Donau. Was da alles drauf hängt. Schaut einmal, wie weit sie die Wurzeln den Weg suchen. Und wie weit unten die beim Stamm rauskommen. Das ist schon gewaltig, was die fabrizieren da. Ah, da herum. Wahnsinn. Der ist schon komplett schief gewachsen. Ja, es wird immer wärmer. Und ich denke, ich werde mein Westerl bald ausziehen müssen. Jetzt ist es angenehmer. Jetzt können wir weitergehen. Ja, ich bin echt happy, dass ich ziemlich allein da bin. Also, bis jetzt, da hinten ist mir noch keiner begegnet. Freut mich immens. Immer wieder geil. Schaut euch den an, was da wieder gewachsen ist. Gewaltig. Schon imposant, wie viele kleine Wurzeln der hat. Das ist echt ein Wahnsinn. Nächste Schaukel. Ja, da bei dem Baum habe ich schon ein paar Übernachtungen gehabt. Da habe ich mir ein Tab schräg angespannt gehabt. Oder mit A-Frame habe ich mir auch schon da was gebaut. Ja, da dürfte der Baumstumpf gestrandet sein. Ja, schauen wir da noch ein Stück Fiere. Ah, vielleicht kommen wir auf das kleine Insel drauf. Habe ich noch nie geschafft bis jetzt. Ja, überall blüht schon. Sehr imposant da wirklich. Ja, sehr imposant, so weit heraus war ich noch nie. Und so nah an der Insel auch noch nicht. Wunderschöne Gegend, wunderschön. Ich glaube, da werden wir es jetzt ein bisschen gemütlich machen. Schnell mal einen Kaffee trinken. Ja, ein bisschen Hunger habe ich auch. Aber heute nicht wirklich viel mit Viehstoßen müssen reichen. Ja, ich sage gerade ein Parkranger vorbeigefahren oben am Treppelweg.
Ah, macht ja nichts. Ah, mein Schluck genehmigen. Ja, dann sage ich halt einmal Mahlzeit. Mhm. Ich bin mir sicher, dass das heute ein warmes Tag wird. Puh. Am Nachmittag wieder Mineral fahren. Ja, dann wieder mal meine ganzen kranken Sesseln gesund werden und meine ganzen gesunden werden jetzt mal nicht krank. Prost! Ja, Freunde, dann ist das heute ein besonderes Video eigentlich, weil heute ist mein erster Tag in der Pension. Jetzt ist absolute Ruhe eingekehrt. Jetzt macht der alte Wolf, was er will und wann er will. So schaut's aus im Hause der Schnecken. Ja, jetzt ist auch noch kein einziges Boot vorbeigefahren, weder auf noch oben. Mal schauen auf meiner App, ob ich sehe, wo sie überhaupt unterwegs ist oder nicht. Na, jetzt kommt eins auf, die Saris, die ist aber noch vor Heimburg. Vielleicht sehen wir die noch, wenn wir zurückgehen dann. Ich werde dann eh schon langsam zusammenpacken und zurückgehen, dass ich dann noch 12 daheim bin. Gut. Ja, ich trinke jetzt einmal den fertig aus und dann werden wir schon langsam zusammen machen, unseren Heimweg. Ja, Freunde, ich glaube, es wird sich nicht mehr viel anspielen, den Treppelweg. Höchstens, dass wir Leute entgegenkommen. Das braucht es nicht unbedingt. Gut, ich sage wie immer mein Sprüchel. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch, die Buben.